Angler. Gefahrgebannt, die Bevölkerung ist zurückgekehrt. Das ist doch schön. Auf der falschen Seite runterkumpeln. Ich bin restlos begeistert. So, wo soll ich jetzt hin? Raufeln und da ist kein Durchkommen. Komme ich dadurch? Weg dort oben ist krass. Da haben wir auch nicht durch, gut. Dann versuchen wir einmal wieder hochzukommen irgendwie. Was er natürlich nicht macht. Das könnte so einfach sein, hier hochzuklettern. Aber nö, ich muss einen halben Kilometer laufen. Einmal meditieren. Apropos, wir haben ja neue Zutaten gefunden. Können wir eigentlich neue Schwalben machen? Eigentlich nicht mehr angezeigt. Kann man nur 3 Schwalben machen? Und damit hat sie es, oder was? Das ist ja doof. Also ich meine, ich habe das komplette Spiel samt der DLCs auch schon mit 3 Schwalben durchgespielt, so ist das nicht, aber... Hätte ich jetzt schon nett gefunden, wenn man mehr hätte herstellen. Moment, hier hüpfe ich nicht runter. Ich hüpfe auf der anderen Seite runter. Also da vorne. Hier. Hüpf. Oh, Reparaturset. Ich habe jetzt gerade nur so schnell geklickt, mal wieder, dass ich nicht weiß, ob es Rüstung oder Waffen war. Und nochmal. Inventar. Das war Waffen. Das ist nett. Eines ist 84, das andere ist 75. Dann wenden wir das hier nochmal auf das da an. Dann haben wir jetzt... Eine Waffe, die vollständig repariert ist und die andere, die noch ein wenig angeschlagen ist.
Okay, da ist nichts drin. Nee, ich gehe wieder in die Mitte. Da komme ich, glaube ich, am besten hoch. Los, los. So. Also es gibt hier tatsächlich noch so viele Fragezeichen, ich werde sie nicht alle machen. Ich mache jetzt noch, sagen wir mal, die 5, die hier unten noch sind. Bei zerstörtes Dorf, Flussübergang und Weggabelung. Und dann reicht das auch erstmal. Also wir müssen es nicht übertreiben, das Spiel ist noch so elendig lang. Das werden über 400 Folgen, habe ich so das dumpfe Gefühl bei mir. Oh, hi! Wie ein Einsatz! Spring doch ab! Ah! Meine Fresse! Was ist los? Steigt er nicht ab vom Pferd und lässt sich von denen fast killen. So, weg mit dem Kopf. Deppen. Aber Geralt ist natürlich der größte Depp. Warum schleppen Strickleiter witzig rum? Sind die bescheuert? Von 60, das wird, bis ich hier weggehe aus Weißgarten, nicht weniger werden. Sehr gut, Plötti, komm. Los, los. Wo bin ich denn jetzt hingeraten? Ich hätte jetzt aber Schwein gehabt. Normalerweise wäre er dann natürlich mit mehr Tempo drauf zugerannt. Oh, jetzt bist du dran. Ja, das sehe ich nicht. Ciao. So, wer ist der Nächste? So, okay, wir meditieren nochmal. Dann bekommen wir auch die verlorene Schwalbe wieder zurück. Das funktioniert natürlich nur, solange wir Alkohest dabei haben. Aber meistens finden wir das durch dummen Zufall einfach mal so nebenbei.
mal hier irgendwie durch. Heya! Und Platika. Nope, dort willst du nicht. Alles klar. Komm. Dann hier lang. Und dann schlagen wir uns hier durchs Unterholz. Irgendwie an diesem komischen Hügel vorbei. Der muss ja irgendwann mal aufhören. Laufplätze. Lass mich mal fallen. Sekunde mal. Wie ist denn das? Achso. Will er nicht. Dann gehen wir außen rum. Langsam und bedächtig. Hallöchen, Hallöchen. Ein Kaufmann. Kaufst du mir was ab? Oder willst du mit mir nicht? Der will mit mir gar nicht reden. Hä? Dann eben nicht. Willst du mich vereiern? Fragezeichen ist irgendwo da oben. Langsamer. Okay, ich glaube, das Fragezeichen lassen wir aus. Das ist mir zu blöd. Kann doch nicht sein. Probieren wir was aus. Ich reite erstmal weiter. Vielleicht kommt hier hinten eine sanfte Erhebung, wo wir uns wieder hochschlagen können. Oha, letzte. Oh, das kommt eine Schlucht. Summer City Project, ist euch da der Biom-Generator flöten gegangen oder was ist hier kaputt? Soll denn hier hochkommen, sag mal? Das ist doch bescheuert. Vor allem kann ich nicht schnell laufen gerade. Schön kannst du rutschen, Geralt. Ganz toll. Alter Schwede, ihr wollt mich doch wohl vereiern. Komm her, Plötti, komm. So, jetzt sind wir wenigstens oben. Kicherbrücke. Gehe ich recht in der Annahme, dass wir uns hier nicht durchlassen? Aus Gründen.
Okay. Ich war's nicht, ich war's. Komm schon, Plätze. Okay. Gut, wenn wir uns jetzt schon mal mühsam wieder nach oben durchgeschlagen haben, dann holen wir uns erstmal das da. Aber das ist gleich um die Ecke. Ein Ghoulnest mit einem Stein, der macht. Na dann, du hast nicht die richtige Bombe. Wisst ihr was, ihr könnt mir mal eine Puppe schmatzen. Alchemie. Klappt das mal ein, klappt das mal ein. Bomben. Eine Kartätsche. Zerstört Monsternester. Und Samun. Tschüss. Wir haben einen Fähigkeitenpunkt erhalten. Juhu. Ich hab doch das Nest zerstört, wo kommst du noch einmal her? Komm her, Plätti. Plätti, hierher. Böses Pferd. So. Weiter so, Plätze. Hier, und das mit voller Kraft voraus. Und schon wieder ein gutes Monsternest. Ich weiß bald nicht mehr, ob ich mir das antun will. Schlag ab. Ist das überhaupt lohnt? Ich meine, ja. Ich bekomme Erfahrungspunkte dadurch, dass ich die Ghule bekämpfe, aber... Das war zu heilen. Komm, was hast du so dabei? Nicht. Gut. Ein Ghoulnest. Ich muss es zerstören. Bleibst du jetzt mal hier, Plätte? Plätte. Plätti. Gut, ich würde sagen, wir suchen jetzt nach dem nächsten Wegweiser und kehren dann mal dorthin zurück. Wohin wir zurückkehren sollen, das wäre dann jener Wegweiser.
Gut. Los, lauf! Dann folgen wir erstmal der gelben Quest, aber wir werden uns definitiv kein Schiff nach Skellige suchen. Das wäre unser Tod. So, Knochenweißgarten rumgeschimmelt. Wollen wir schon nach Novigrad? Ich glaube nicht. Nieder. Eigentlich will ich erstmal dahin. Ich will erstmal die Kera-Quest machen. Gehen wir nach Sandort. Erschöpft und verwundet war Ciri im Sumpf zusammengebrochen. Ein paar Bauern hatten sie gefunden und zum Baron gebracht, dem selbsternannten Herrscher Velens. Der Kriegsfürst hatte sie aufgenommen und gesund pflegen lassen. Dann war sie nach Novigrad weitergezogen. So, dann müssen wir mal ganz kurz in die Quests, Nebenquests. Ein Turm voller Ratten, finde einen Weg auf die Reuseninsel. So, dann machen wir das so, Weltkarte. Die Reuseninsel ist nämlich da. Wir sind hier. Schnappen wir uns ein Bötchen. Und gucken gleich mal, ob wir hier zufälligerweise gerade einen Händler irgendwo haben. Alles klar, liegt auf dem Weg. Plünderer, Hurensöhne. Du meinst? Ich glaube, wir müssen dem Händler mal so ein bisschen hinterher reiten. Jetzt wird das nicht mehr. Okay. Wo ist denn der Händler? Oh, bin falsch abgebogen. Das ist ja geil. Rüber. Da lang. Also auf dem Weg müsste er jetzt eigentlich sein, oder bin ich schon wieder auf dem falschen? Erstmal Sandort hoch. Heya! Da komme ich doch gerade her. Du bist also dieser Weiße? Verdammter Ochse! Sei gegrüßt! Guten Abend, zeig mir deine Waren. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. So. Dann gucken wir mal. Das ist auf unserer Seite und das ist besser als das, was wir tragen. Das ist ein Silberschwert, das ist eine Stahlwaffe. Die kann weg. Die kann weg. Die sieht zwar hübsch aus, aber ist nicht besser als unsere aktuelle. Die kann weg. 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 Mal gucken, ob wir einen Pleite machen können. Und ob wir es vorher schaffen, unsere Taschen zu entleeren. Miau. So, Beile interessieren mich nicht. Stahlwaffe. Blop, blop, blop. Blop. Blop, 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 blop. Wie viel Scheiß ich doch mitgenommen habe, man glaubt es gar nicht. So, Klamotten. Das kann weg, das kann weg. Weg. Der Händler hat nicht genügend Geld. Na sowas, jetzt haben wir den armen Typen auch noch arm gemacht. Jetzt hat er gar kein Geld mehr. La 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 la. Tschüss. Leb wohl. Aber wir können wieder schnell laufen. La 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 la. So, unser Pferd hin.
Weiter so, Plätze. So, da drüben ist sie, die Reuseninsel, und hier haben wir ein Schiff, mit dem wir uns auf den Weg machen können. Und das machen wir aber erst im nächsten Stream, für die Zuschauer auf YouTube erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich an dieser Stelle sehr vielmals fürs Zusehen. Wenn euch die Folgen bisher gefallen haben, lasst mir gerne Likes und Kommentare da, und ansonsten hoffe ich, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin und bye bye!